Kann man mit diesen Maschinen auch ins Wasser? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, mein Gott. Sind alle anwesend? Dort hinten fehlt ein Schafzahn. Einer von uns ist nach unten gestürzt. Gut, dann begeben wir uns auch zum Strand, dass wir wieder zusammen finden. Oh, ich glaube, Aussteige war nicht so gut. Ja, aber ich bin das alle war überwunden mit der Stamina. Richtig, Lex verursachen kann. Genau. Verdammt, ich renne ja eigentlich dort hier, wo wir vorher waren. Verdammt. Was hat Captain Fassmax da die Koordinate sind? Wissen das noch? Boah, der Mech hat sogar schon Verletzungen. Was ist denn das? Und was ist denn der jetzt beschädigt? Etwa vom Wasser? Drück mal Q. Q. Dankeschön. Cool. Nice. Kann das Ding ja irgendwie hupse? X. Ah ja, okay. Diese. E ist Aussteige. Verdammt! Total cool. Ohne. Bin ich. Ich bin ja eigentlich rausgehüpft vorher. Vielleicht kriegt er trotzdem Fallschade. Obwohl ich nicht drin sitze. Also nicht so wie die Tiere, sondern eigener Fallschade. Das wäre schlecht, wenn ich eine kaputt mache, bevor ich zu Hause bin. Im Camp bin. Ja, rutscht der da runter oder läuft der runter? Oh, das sieht gut aus. So, jetzt gucken wir mal, ob Wasser Schade macht. Ich kann unter Wasser rennen. Wie fett ist denn das? Kriegt da ein Wasser Stamina? Yeah! Ist so fett. Ja, ich renne einfach zu dem Camp zurück. Die werden das schon sehen. Und wenn nicht, muss ich halt Funkspruch machen. Oder denkt er, ich soll warten? Na, ich warte mal kurz auf den Chat. Warte oder zum Camp zurück? Zum Treffpunkt. Dann kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß die Koordinaten nicht mehr. Captain Fasma?
Ich hätte mich noch nicht mehr. Jawohl, mein Lord. Wo sind Sie? Auf dem Weg zu den Koordinaten, mein Lord. Wir haben uns verloren im Wald. Wir sind ein Stück nach dem blauen Objekt. Das blaue Objekt im Rücken? Wir haben das blaue Objekt bereits hinter uns gelassen. Da müssten Sie ja eigentlich doch vorbeikommen. Geben Sie mir nochmal die Koordinaten. 35, 85, mein Lord. Ach, ich sehe den Point nicht. Ach. Was hat sie gesagt? 35? Wir müssen weiter nach unten. 35, 58. Oh, das ist ja nur rechts. Da hätten wir ein bisschen noch Viking Bay rennen. Muss noch Viking Bay. Deswegen haben wir uns auch verloren. Ich muss in die andere Richtung. Nicht zum Sumpf, sondern weg vom Sumpf. Verdammt! Ja, normal bei mir. Ist normal. Aber ehrlich, ganz, 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 ganz ehrlich. Ich kann ja sagen, es ist nicht leicht, so zu spielen. Ohne den Map Point zu sehen. Oh je. Mein Lord, soll ich auf Sie warten in der Nähe bei dem Rebellenversteck? Ich komme nicht wieder mal weg. Ach doch. Oh. Schaut, das Ding kriegt extra Schaden. Das Ding kriegt Schaden, obwohl ich raushups beim Falle. Mein Lord, ich warte auf Sie dort, wo wir die Perlen gesammelt haben. Ich habe Reparaturpacks für die Einheiten auch dabei. Wenn ich bis dahin überhaupt überlebe. Ich denke, der Modder von deiner Meshs hat das mit dem Stamina extra eingebaut, dass die nicht zu OP sind und die ganze Zeit herumrennen können.
Verstehst du, dass die Dinger nicht schwimmen, kann ich doch genauso im Wasser die Klippe runterstürzen. Saugefährlich hier. Mein Lord, ich hab ein bisschen die Orientierung verloren. Ich stehe an der Fischerhütte. Sagten Sie nicht. Nee. Immerhin, nee. Irgendwie funktionieren die Sprungfedern nicht. Dann nehmen Sie doch mal, bei dem funktionieren die Sprungfedern. Oh, ich sehe schon. Ich sehe schon, der hat ein Upgrade. Sehr praktisch. Man hat ja R2 gehört. Captain Phasma, sind Sie noch hinter mir? Jawohl, mein Lord. Sehr schönes Upgrade haben Sie da in Ihrem Mesh. Danke, mein Lord. Wo sind die anderen? Schon vorgeritten, mein Lord. Wir können in Viking Bay hier an der Bucht einfach abkürzen, indem wir quer durchs Wasser schwimmen. Ich halte da vorne, dann können Sie mir das besser erklären. Ja, mein Lord, wir warten Sie vorne auf mich. Verstehst du, dass die Scheibe jetzt ohne ist? Habe ich doch jetzt halt unendlich Luft? Wirkt so irgendwie. Oh je. Oh je. Ist das tödlich? Oh. Durchs Wasser gehen war nicht gut. Kann ich doch jetzt nochmal. Boah, was sind jetzt für ein Leck? Standbild. Was ist geschehen? Oh, ich bin hier unter Wasser, shit. Oh. Boah. Dankeschön. Dankeschön. Ich wäre jetzt nicht aus dem Wasser gerannt, wenn du nichts gesagt hättest. Mein Lord, wo sind Sie? Kommen Sie doch zu mir rüber, mein Lord. Was ist hier passiert? War das irgendeine Spalte im Meeresgrund, die es uns erlaubt hat, Entfernungen zu überbrücken? Denn ich sehe das rote Objekt. Wo sind unsere Einheiten? Die sollten bereits da sein.
Wir sind nur zu zweit. Sollen wir uns dem Objekt überhaupt nähern, wenn wir nur zu zweit sind? Zoe und der Schüler und Herr Sky müssen auf jeden Fall bereits da sein, denn immerhin habe ich von ihnen die Koordinaten. Hat einer unserer Trooper oder der Saboteur ein Funkgerät? Wow! Ernsthaft, das Vieh hält mich jetzt hier fest? Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Oh, was willst denn du? Alter, mir reicht's. Was geht denn hier ab? Ja, Sina, Meshs. Meshs sind gar nicht so OP. Scheißviecher. Och komm, wo ist denn der jetzt herkommen? Alter. Ja, irgendwie funktioniert der Mesh nicht. Ah doch, jetzt. Der war wohl auch noch von der Mikroraptor. Alter! Was willst du denn? Ich mach dich fertig! Ich habe keine Munition mehr. Ist ja ganz toll. Captain Phasma, können wir hier etwas in meinem Mesh als Munition benutzen? Schauen Sie mal nach, ich kümmere mich um den nächsten. Denken Sie an Ihre Rüstung. Ist der Schaden größer? Captain Phasma! Mein Lord, wir sollten es beim Lager reparieren. Müssen erst zu den anderen stoßen. Vielleicht hat der Kapitän noch Ersatzteile mitgenommen. Ich sehe da hinten ein Leuchtsignal. Ich kann nicht mehr schnell laufen, mein Lord, dann. Irgendwas an den Beinen scheint sich verklemmt zu haben. Och meine Güte, ne. Ja. Kann das sein, dass dort hinten gerade ziemliches Chaos herrscht? Jetzt kann der Arne mich schnell rennen. Wow. Life is life. Na 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 na. Life is life. Ah.
Ah, sie sind das. Wir hatten uns gerade gewundert, was hier für ein Chaos herrscht. Wow, wie die Mächte einfach langsamer sind als die Rexe. Willkommen, Sturmtruppler! Hier einmal rechts hoch. Noch nicht nach vorne. Wir wollen erst kurz zum Lager. Kapitän? Wo ist der Kapitän? Ja. Ja. Sie müssen sich mal kurz die Druiden an. Eige. Was haben Sie denn gemacht damit? Ich habe mich erst verlaufen, dann bin ich von einer Klippe gestürzt, dann bin ich in den Ozean gestürzt, dann war schwarz, dann war ich hier, dann kleine Vögel, Dreckviecher, dann ein Schafzahnmaul am rechten Arm vorbei, der war dann ab und ja, dem T-Rex hat's dem Schafzahn. Es könnte kurz ein wenig dauern, geben Sie mir kurz zwei. Dann zwei Rebellen und dann wollen die noch mit 5000 Mann kommen und. Also der alltägliche Wahnsinn. Eines Imperators. Genau. Also es sieht danach aus, dass wir tatsächlich nur harmloses Viehzeug im Moment da drüben haben. Vielleicht schaut noch mal jemand anderes. Es bewegt sich auf jeden Fall schon mal wieder vernünftig. Ich hab meine größeren Menschenrüstungsmaschinen aus unserer großen Basis mit in den Kampf geholt. Da das letzte Objekt sehr viele Tiere ausspuckte, dachte ich, wir könnten diese Rüstung gebrauchen. Es scheint sich zu steigern, ne, mit jedem Obelisken. Also ich meine, das hätte ich beim letzten Mal irgendwie so bemerkt. Aber James hat mich schon aufgeklärt. Ich sehe es ja. Sie sind aufgebrochen mit meinem Schüler und sind vorangeritten und ein neues Lager aufgeschlagen. Wie gesagt, wir haben uns das Ganze schon von Weitem angeguckt und bis jetzt scheint es mir nicht, dass dort irgendetwas Bösartiges wartet. Nur harmlose Tiere. Aber vielleicht geht doch jemand mal rüber. Schattendruide, Captain Phasma und mein Schüler, ihr beseitigt mal diese Tierwelt. Um den roten Obelisken. Der Kapitän ist schon fleißig am Schweißen. Herr Saboteur, Sie haben doch ein Schweißgerät dabei. Das benötige ich nicht. Das ist fast alles vom Klickverschluss hier. Sturmtruppler, soweit die Ressourcen noch intakt. Alles da, wo es hingehört. Falls Sie Hunger haben, mein Lord, ich habe noch Essen in meinem Mecher drin. Okay. Der Rest befindet sich im Schafzahn. Gut. Keine Verluste. Negativ, mein Imperator. Die Gegend ist abgesichert. Weitestgehend. Nur harmlos. Okay. Sobald der Luftschiffkapitän mit den Mechs zufrieden ist, können wir Zoe ansprechen, ob sie sich in der Lage fühlt, könnten Sie kurz die Waffenfunktion checken? Das nächste Objekt in Takt zu setzen. Wenn es geht, mein nicht in die Mischer Richtung. Hat auch abbekommen, mein Lord. Berichten Sie dem Captain davon. Wieder funktionstechnisch. So, sollte wieder so weit wieder zusammengeschustert sein, wie es mir möglich war. Mein Mecha müsste auch noch mal kurz inspiziert werden. Im Gegensatz zu den anderen beiden habe ich diesmal keine rote Rüstung dort gesehen. Das ist das Einzige, was mir sagt, was dort nicht stimmt, ist, dass sie sich selbst dort nicht hintrauen. Also denke ich, ja, wir sollten auf jeden Fall gut gerüstet sein. Gehe ich davon aus. Ich werde es aber diesmal anders machen, aus diesem Grund. Und zwar werde ich die Aktivierung wie eine Zeitschaltuhr schalten. Das bedeutet, ich werde meine Arbeit erledigen
Und dann werde ich mich von dort entfernen, sobald es anfängt durchzulaufen, damit ich nicht ins Kreuzverhör Funktioniert das jetzt, weil wir schon zwei ausgeschaltet haben und sie so... Genau, ich konnte mir so einiges abgucken und beim zweiten habe ich es ja schon. Ne? Also die Zeit ist runtergelaufen, obwohl ich mich schon entfernt hatte. Also das werde ich hier mit Sicherheit hinbekommen. Aber ich möchte nicht unbedingt ganz in der Mitte stehen, wenn dort was runterkommt. Okay. Dann werden wir das so tun. Dann müssen wir sie quasi eigentlich nicht beschützen. Wir müssen einfach nur diese Prozesswelle abwarten. Genau. Das tut mich sehr zufriedenstellend, dass wir um ihr Leben diesmal nicht bangen müssen. Es ist mir auch viel zu riskant, wenn ich ganz ehrlich bin. So kraftvolles Machtwesen wie Sie, Sie wissen gar nicht, wie viel Potenzial in Ihnen steckt. Ob das System wieder richtig hochgefahren ist. Nun, Sie müssen verstehen, ich habe... es nicht einsetzen können. Die Barriere, sie ist schon schwächer. Ich weiß nicht, ob Sie das spüren. Mein Schüler besitzt bereits sein Machtschild. Das Feld hat sonst sehr, sehr an Kraft verloren. Und genau das, ja, es war mir halt die ganzen Jahre nicht möglich zu lernen oder überhaupt irgendwas. Meine Großmutter hat mir auch nicht viel erzählt darüber. Ich war die ganzen Jahre meines Lebens allein praktisch. Besser als vorher. Ihre Nachfahren, sie wusste, sie war ein Seher. Sie wusste vielleicht, was sie in Zukunft sein werden und wollte dies nicht zulassen. Meine Großmutter wusste sehr viel, auch wenn sie immer so komisch geredet hat und man eigentlich nie schlauer war danach als vorher auch. Kapitän? Aber sie wusste es. Jawohl. Mit der Arbeit fertig? Ich hoffe, dass alles funktioniert normalerweise. Die Systeme sind gecheckt. Es haben ein paar kleine Kabelprobleme, weil ich jetzt hier kein richtiges Werkzeug dabei habe, aber sonst. Waffen sind ein bisschen abgeändert, so wie es mir möglich war, um sie wieder reparabel zu machen und funktionstüchtig, aber... Schatten drüber. Hab mein Bestes getan. Mein Lord. Ihnen gehört dieser Mesh. Sie sollten sich auch mit der Waffe mal ein bisschen in Kenntnis setzen, weil ich habe sie... ein wenig umarbeiten müssen. So, Mesh-Trooper. Die besitzen über diese linke Q-Taste links oben mit dem Buchstaben Q betätigen. Keine Angst, ich habe das jetzt markiert mit einem X. Sehr schön. Und dann haben Sie unten links diese STRG-Taste einmal betätigen. Sehr schön, jetzt sind Sie im Kampfmodus. Jawohl. Einmal den Zoom aktivieren, erleichtert das Zielen. Ihr läuft schon mal vor an das Objekt, ich setze die Familie Sky in Kenntnis. Frau Sky, wir wären soweit. Gut, dann, ich denke mal, den Flitzer lasse ich hier, oder? Den Springer, ja. Mein Schüler und Herr Kapitän, wenn Sie möchten, ein Schafzahn. Ich bevorzuge den Nahkampf auf dem Boden. So Leute, es geht los. Der rote Ark. Also bis jetzt muss ich hier echt sagen, grün und blau war ja nicht so gefährlich. Ich hoffe, jetzt geht's hier ab. Oh, Saboteur, ist sie auch auf dem Boden? Jawohl. Ah. Ja, danke schön. Ich wollte jetzt selbst zurückrennen und die restlichen Tiere holen. Was ist das? Das ist das Plasmagewehr, sozusagen der Umbau ihrer Mech. Dann passen Sie bitte darauf auf, dass ich jetzt nicht unterbrochen werde, bitte.